gibt wieder 100 Geld dafür. Wofür eigentlich oder wie? Ah, die nächste Quest kann man noch machen. Für ein Part sollte es noch reichen. Ich meine, hier oben war ich ja schon. Gibt es nicht hier irgendwie so einen geilen Synchronsprung? War das nicht hier sogar? Da oben. Schauen wir mal. Ich glaube schon. Ist ein bisschen schneller als den ganzen Weg runter zu klettern. Ja, ich glaube schon. Den hätten wir ja schon gemacht. Hätten wir uns sparen können und jetzt machen, aber gut, weiß man ja nicht mehr. Ist ja schon ein paar Jährchen her. Hui, der Todesjump. Gut, er meinte wohl den das Adlerauge. Möge das diesjährige Fest von San Giovanni unserer großen Stadt Ruhm und Freude schenken. Immer muss alles kompliziert sein. Buonasera. Buonasera. Was auch immer das heißen mag. Vielleicht guten Abend oder so. Ja, ja, das kriegen wir hin. Vater sagte, dass es hier eine Tür gäbe. Das ist auf jeden Fall was. Oh, wir haben es schon gefunden. Ging ja schnell. Ich muss das zu Signor Alberti bringen. Jetzt sehen wir doch aus wie ein Assassine. Ist da sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Das sind Feinde. Traditore! Hey, was sollen die Schwerter? Sollt ihr mich nicht festnehmen? Nein. Was wollt okay. ihr eigentlich? Ihr wollt sterben. Nun, das wird nicht geschehen. Warum suchen wir keine andere Lösung? Es gibt keine andere Lösung. Dann stirbt ihr. Halt. Ja, wenigstens ein bisschen mehr Geld dabei, finde ich gut. Nein, doch nicht. Mich stinkt, ich habe mich vertan. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Okay. Auf Befehl der Signoria wird auf den Handel mit... Los, los! Warum haben die mich jetzt entdeckt? Oh, hier kann ich nicht lang. Man munkelt, dass das neue Gerät aus Padua war gefunden. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Ja, ich bräuchte Hilfe. Solltet ihr? Verzeiht, ich gehe. Gut, dann kämpfe ich halt. Ich hab jetzt keine Zeit zu entkommen. Da! Mach dir den Gar aus!
Ist ja nicht meine Schuld, ihr greift mich ja an. Oder? Ezio Auditore? Was willst du hier zu dieser Stunde? Ich weiß nicht. Warte, Junge. Atme durch. Sammle deine Gedanken. Mein Vater und meine Brüder wurden verhaftet. Ich soll euch das hier bringen. Ah. Jetzt verstehe ich. Nur ein Missverständnis, Ezio. Ich werde alles aufklären. Wie? Die Dokumente, die du mir brachtest, enthalten Beweise einer Verschwörung. Gegen deine Familie und gegen die Stadt. Ich werde die Papiere morgen bei der Anhörung vorlegen. Und sie sind frei. Hab Dank, Signore. Natürlich, mein Kind. Brauchst du einen Ort zum Schlafen? Du bist hier stets willkommen. No, grazie. Ich treffe euch auf der Piazza. Keine Sorge, Ezio. Alles wird wieder gut werden. Das sah mir irgendwie gerade ein bisschen suspekt aus. Okay, ist ja wieder Tag. Assassinen-Nummer erhalten. Gibt es sonst noch was zu erledigen hier? Ich denke nicht. Bis auf das Rennen, aber das mache ich ja nicht. Aber gut, warte mal, ich mache nur das hier. Wenn das schon so besonders markiert wird. Hört her! Ich habe auch überhaupt... Warum? Hoffentlich hast du schon deinen Frieden mit Gott gemacht. Warum? Alter, das ist unfair. Nun, wie willst du gehen? Sein oder Axt? Lachu, da ist er! Auf ihn! Oh, die waren gar nicht bewaffnet. Egal. Die haben mich angegriffen, ist ja ihre Schuld. Aktuell weiß ich ja nicht, wem ich vertrauen kann. Gut, machen wir zum Codex-Eintrag noch. Komm schnell. Ja. Gut. Die Leiter können wir hoch. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Du meinst klettern? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob du mich kennst, kann ja sein. Kann aber, ups, jetzt habe ich B losgehen. Aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch Quattrini. Keine Ahnung, wie die Währung heißt. Kommst hier hoch? Was waren denn nochmal Codex-Einträge? Und wo war der Codex-Eintrag? Wahrscheinlich unten. Irgendwo in diesem Gebäude wird es wohl sein. Entschuldigung. Nee, ich suche keinen Ärger. Das ist die Frage, ob du Ärger suchst. Wunder.
beginnen wir mit einer Kleidung. Ich habe dir nicht erlaubt zu gehen. Warum gehst du nicht zur Seite? Ich hatte ja nur einen riesen Stapel Bücher in den Armen. So ein Mist. Ich muss euch töten, um da reinzukommen. Noch kämpfen wir nicht so gut, aber kommt noch. Außerdem haben sie es nicht anders verdient. Komm. Stirb doch endlich. Komm, für die drei kann ich es sein lassen. Was ist denn dieser Codex-Eintrag? Codex-Seite. Weiß ich nicht. Naja, er soll in Frieden ruhen. Das ist eine gute Frage, ne? Indem ich sie vielleicht umgebracht habe. Da kann ich sie auch bestehen. Nun gut. Geben wir uns mal eine Heilung. Das war noch ein... Okay. Und erlässt er dies, droht ihm eine Strafe. Stati attenti. Der Weinhändler, der seinen Kammer vor dem Geschäft des Falschers Vito aufgestellt. Giovanni Auditore! Ihr und eure Komplizen seid des Hochverrats angeklagt. Habt ihr irgendwelche Beweise, diese Anklage zu entkräften? Ja, die Dokumente, die euch letzte Nacht gebracht wurden. Ich weiß leider gar nichts von solchen Dokumenten. Er lügt! Ich muss näher ran. In Ermangelung zwingender Beweise für das Gegenteil lautet mein Richterspruch schuldig. Und so verurteile ich euch und eure Mitverschwörer zum Tode. Du bist der Verräter Uberto, einer von denen. Heute nimmst du unsere Leben, aber dafür werden wir deines haben. Ich schwöre, wir werden. Oh Gott. Vater! Dort! Ergreift ihn! Er ist einer von ihnen. Dafür werde ich dich töten. Wachen! Ergreift ihn! Oh ja, ich werde dich töten. Aber nicht heute. Aber töte. Lauf jetzt los, Junge. Und zwar schnell. Na, wir werden entkommen. Und dann würden wir uns rächen. Du wirst noch unsere Rache zu spüren bekommen, unseren Zorn. Mörder. Was hat denn der kleine Junge dafür getan? Oder gekonnt? Jetzt verpiss dich bitte. Synchronisiert. Sequenz 1 beendet. Der Schmerz des Verrats. Nun, so fühlt es sich an, verraten zu werden. Republik Florenz. Ich habe einen kleinen Auftrag. Ich habe mehrere seltsame Markierungen im ganzen Italien der Renaissance identifiziert. Ich weiß nicht, was sie bedeuten, aber es herauszufinden.
Rebecca hat die ungefähren Fundstellen in der Datenbank mit einem leuchtenden Augensymbol markiert. Gut aufpassen. Ja, ich hoffe, der speichert jetzt. Servizio, Gott sei Dank. Ich habe euch überall gesucht. Ich konnte sie nicht stoppen, Manetta. Ich versuchte es, ich schwöre. Aber es waren so viele Wachen. Bitte kommt mit. Ihr müsst weg von der Straße. Was ist mit Mutter und Schwester? Sie sind sicher. Ich bringe euch zu ihnen. Nein, es ist zu gefährlich, gemeinsam zu gehen. Sagt mir, wohin und ich treffe euch dort. Das Haus meiner Schwester. Direkt nördlich vom Duomo. Bin unterwegs. Checkpoint erreicht. Okay. Ja, Leute, das war's auch für die erste Session von Assassin's Creed 2, beziehungsweise der Ezio Collection. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Also haut rein.